Hallöchen, lang nicht mehr gesehen. Ja, da bin ich wieder. Und dieses Mal möchte ich euch gerne von meiner Vegan for Fit Challenge erzählen. Es handelt sich um dieses Büchlein hier, dem ich gefolgt bin, geschrieben von Attila Hildmann. Ja, so ist er, der Gute. Ja, ich habe diese Vegan for Fit Challenge, ganze 30... Nee, sogar 60 Tage durchgezogen. Wow, krasse Sache, oder? Ich erzähle euch mal ganz kurz, worum es überhaupt dabei geht. Die Vegan for Fit Challenge ist quasi eine Diät. Zumindest wird es als Diät verkauft. Ich ernähre mich 30 bzw. 60 Tage lang vegan. Vegan heißt, für die, die es noch nicht wissen, kein Fleisch, keine Eier, keine Milch, kein Käse. Und für den einen oder anderen, oder für die meisten, die sich wirklich ernsthaft vegan ernähren, kein Honig. Das wäre die normale vegane Ernährung. Aber bei der Vegan for Fit Challenge wird dieses ganze Ernährungsgedönse noch erweitert durch den Verzicht auf weißes Mehl, auf raffinierten Zucker, sowie sämtliche industriell verarbeitete chemische Zusätze etc. Das heißt, eine völlig natürliche Kost, die nicht durch Industriehand großartig verändert wurde. Natürlich kann man das nicht komplett auf alles beziehen, aber das ist der Kerngedanke. Und Trennkost. Was? Das alles? Da wird man ja verrückt im Kopf. Wie soll man das denn alles durchhalten, durchziehen? Aushalten? Da wird man doch dünn und dürr und klapprig. Naja, es ist schon eine schwierige Sache, aber dazu komme ich gleich. Zuerst zu meinem Resultat. Jetzt sieht es zwar aus, als hätte ich einen Heiligenschein bekommen dadurch, aber nein, das ist es nicht. Ich habe dadurch 13 oder 14 Kilo abgenommen. Das ist eine ganz schön coole Aktion, denn sämtliche Diäten, die ich vorher ausprobiert habe, haben nicht funktioniert. Aber damit hat's funktioniert. Aber jetzt werde ich mal ein bisschen ernsthaft und werde euch ein bisschen erzählen, wie das Ganze überhaupt vonstatten ging, wo die Schwierigkeiten lagen und ob es sich für jeden so durchziehen lässt. Zunächst bietet einem dieses Büchlein hier, Vegan for Fit, vegetarisch und cholesterinfrei zu einem neuen Körpergefühl, natürlich allerlei Anhaltspunkte, um mit dem ganzen Kram gut starten zu können. Das heißt, da sind zum einen die ernährungstechnischen Grundlagen erklärt und zum anderen einige Rezepte drin vorgestellt, womit man da reinfinden kann. Wenn man aber erstmal durchgeblickt hat, was eigentlich dahinter steckt, nämlich dass es wirklich einfach nur vegane Ernährung ist, mit Verzicht auf industriell abgefertigte Sachen, so wie Trennkost, dann kriegt man das gut. Aber leichter gesagt als getan, denn es gibt einige Schwierigkeiten bei dieser Challenge, die dem einen oder anderen sauer aufstoßen könnten, beziehungsweise das ganze Unterfangen doch etwas komplizierter machen. Denn es sind wieder mal die Zutaten. Auf den ersten Blick. Denn diese Zutaten, die man sich holen muss, die man so regulär gar nicht benutzt, kann man sich alle im Bioladen holen. Wirklich in jedem Bioladen. Sogar beim Edeka habe ich Sachen gefunden. Beim DM kann man sich Sachen holen, wie zum Beispiel Amaranth. Aber das sind alles so Details. Die muss man selber herausfinden. Wenn man erstmal einen Grundstock an Material hat, dann reicht dieses Material auch aus. Ich sag mal so, Dinge, die ich sehr häufig brauche, sind Nüsse, kriegst du überall zu kaufen. Amaranth für Müsli. Amaranth gibt zum Beispiel bei DM, ist gar nicht so teuer. Agavendicksaft. Agavendicksaft ist die große Zuckerersatzproduktionseinheit für 2,50 Euro 500 Milliliter beim Edeka zum Beispiel. Damit kommt man eigentlich ganz gut über die Runden. Man kann damit wirklich alles, süßen. Und das ist wirklich nicht so kompliziert. Nun ja, und dann fängt man mal an mit dem ganzen Kram. Wer diese Challenge machen möchte, dem würde ich raten, schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt zu haben mit veganer Ernährung. Vor allem, wenn man sich vorher nur fleischig ernährt hat. Naja, nicht nur fleischig, man frisst ja nicht nur den ganzen Tag Fleisch. Also wenn man vorher auch Fleisch gegessen hat, dann fällt es auf jeden Fall ein bisschen leichter, wenn man sich vorher schon vegan, ist auch egal, ist auch völlig egal. Eigentlich kann man sofort starten, nur weil man es schon mal vegan gemacht hat. Dann geht es ein bisschen besser. Ich habe es ja vorher schon mal vegan ausprobiert, deswegen fiel es mir jetzt nicht so schwer. Ich habe gelesen von einigen Leuten, die haben sich
fleischig ernährt, oh, da ist es schon wieder, den fiel es schwer. Denn die Umstellung von fleischig auf vegan ist mitunter mit ein paar Schmerzen verbunden, weil sich die Darmflora umstellt. Sprich, das heißt Bauchschmerzen durch Blähungen. Aber dadurch, davon habe ich auch schon in meinem veganen Vlog erinnert, erzählt, den ich damals gemacht habe, als ich 6 Wochen lang mich vegan ernährt habe. So, wir machen es jetzt mal kurz. Also mein Fazit. Es hat sehr gut funktioniert, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Die Zutaten sind teuer. Das muss ich allerdings zugeben. Zudem empfiehlt der Attila Hildmann eine Menge komischer Küchenutensilien. Die braucht man eigentlich alle gar nicht. Man kriegt die Sachen auch alle gut per Hand hin. Ein Mixer. Ein Mixer würde ich empfehlen für diverse Sachen. Aber ein Mixer, ein billigen Mixer, kriegst du auch überall hinterhergeschmissen. Du musst ja nicht direkt hier Pampelmusen zermixen. Aber wie gesagt, die Zutaten sind zum Teil etwas teurer. Aber der Verzicht auf sämtliche tierische Lebensmittel gleicht das im Prinzip wieder aus. Sehr gut eignet sich diese Challenge für Leute, die in der Stadt leben und zum Beispiel einen Basic um sich herum stehen haben. Das ist dieser riesengroße Bioladen, wo du wirklich alles bekommst. Ich persönlich, also ich, wohne auf dem Land und da ist es mitunter schon ein bisschen zum Kotzen gewesen, diese ganze Hin- und Herfahrerei. Natürlich kann man sich die Sachen auch im Internet bestellen, aber warum nicht? Ich muss sagen, ich habe bei dieser Challenge keinen Sport gemacht, obwohl es einem eigentlich empfohlen wird, aber ich bin ein bisschen faul. Deswegen habe ich es nicht getan. Ich habe mich nur vegan, trennkosttechnisch ernährt und es hat gut geklappt. Im Moment funktioniert es nicht mehr gut, weil ich, es ein bisschen habe einreißen lassen. Übrigens, ein super Nebeneffekt dieser ganzen Sache ist, dass man keinen Heißhunger mehr hat. Hohohoho! Richtig, durch den Verzicht auf raffinierten Zucker und auch auf sämtliche Zuckersorten kommt der Insulinspiegel nicht mehr so weit in die Höhe, um dann in den Keller zu rauschen. So, dass dieser Insulinspiegel, der in einem drin ist, die ganze Zeit relativ konstant bleibt. Dadurch gibt es keine großen Hungeranfälle, was wirklich, wirklich gut ist. Ein super Nebeneffekt. Das heißt, ich konnte eine klitzekleine Portion essen und bin ziemlich satt davon geworden. Ja, und habe gut abgenommen. Ja, ich kann diese Vegan for Fit Challenge jedem empfehlen, denn es ist nicht nur eine Diät, sondern es ist eine, wie soll ich sagen, eine Sache, die jedem gut tun würde. Einfach mal ausprobieren. 30 Tage kriegt sich jeder zusammengerissen. Das mal ausprobieren. Und am Ende kann man sagen, hey, ich hab's geschafft. Und dann wird sich wirklich bei jedem ein Erfolg einstellen. Man kann das natürlich auch machen, ohne den Hintergrund zu haben, dann abnehmen zu müssen. Dann tut es einem einfach so gut. Denn die vegane Ernährung, das wissen wir alle, hat diverse Vorteile. Bitte keine Diskussion unter dem Video über Vor- und Nachteile von veganer Ernährung. Informiert euch einfach. Darüber braucht man eigentlich nicht diskutieren. Jetzt ging es nur um die Vegan for Fit Challenge. Eigentlich eine gute Sache. Nur, was mich ein bisschen gestört hat, waren, wie gesagt, die Rezepte sind etwas einfältig mitunter, nicht einfältig, einseitig, durch viel Verwendung von Zucchini und Mandelmus. Probiert's aus, mir hat's gut geholfen. Wir sehen uns demnächst wieder bei irgendwas anderem. Und tschüss.